Hallo und herzlich willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 16. bis 22. Dezember 2019 und ich stelle euch für heute die Karten vor, die für diese Woche relevant sind. Wir haben wieder die Finde deinen wahren Weg-Karten von Colette Baron-Reed. Wir haben die Weisheitskarten der Seele in dieser Woche, auch von Colette Baron-Reed. Wir haben für die einzelnen Wochentage von Morgan Greer das Tarot. Und wir haben zur Klärung der ganzen Tage und auch der Energien in der Woche das Tarot Familia. Und das ist, ich vergesse den Namen immer, es tut mir leid, aber ich kann den nicht behalten, irgendwas mit Lisa. Ja, wie heißt sie denn, die Gute? Also Lisa Parker. So, das sind die Karten zur Klärung. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, was für die einzelnen Sternzeichen in dieser Woche so möglich, machbar oder was zu vermeiden ist. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Zwilling. Wir sind in der Woche 16. bis 22. Dezember 2019 und hier ist Ella. Warum die Karten schon liegen? Ganz einfach, ich habe die Legung gemacht, sie war sehr gut und die Kamera hat nicht funktioniert. Aus diesem Grunde mache ich die Legung praktisch nochmal 1:1 neu. Ich weiß jetzt schon die Karten, aber sie sind gut und deswegen, ich wollte dir das nicht vorenthalten, deshalb habe ich einfach nochmal begonnen, aber wie gesagt, die Legung war sehr gut und deswegen möchte ich das auch dir zeigen. Die erste Karte, die wir haben, das ist ja die Energie, die von außen kommt, von den Mitmenschen und da haben wir die Kraft. Kraft ist auch eine schöne Energie, kann helfen, kann aber auch Widerstand sein, durchaus. So, und ja, es ist eine allgemeine Legung, deswegen auch natürlich wie immer, kann und wird nicht immer bei jedem passen. Die Tageskarten sind auch schon gelegt. Ich habe sie natürlich vorher gemischt und ich habe sie ausgelegt. Und deine Energie, die wir für diese Woche haben, ist der Wagen. Das ist Krebsenergie, positive Energie. Du hast die Zügel in der Hand, wo es lang gehen soll. Das heißt, du bestimmst. Wenn ich jetzt sehe, du hast von außen die Kraft, dann kann das, wie gesagt, auch durchaus ein Widerstand sein, aber es kann auch eben unterstützend sein. Wollen wir gleich mal loslegen? Ja, die Wochenkarten, wie gesagt, können variieren, das weißt du ja, weil es ist eine allgemeine Legung und wenn das für dich dann an einem anderen Tag passt, auch gut. Ja, und wir schauen als erstes mal, welche Energie denn bei dir so vorherrscht, wie du dich selber siehst. Da haben wir die 2 der Stäbe. Das ist so eine Energie, man hat sich schon für etwas mehr oder weniger entschieden, das aber noch nicht wirklich ausgesprochen und in die Tat umgesetzt. Das heißt, du warst vorher so ein bisschen unentschlossen, soll ich nicht, oder? Aber du hast eine Tendenz, wo es hingehen soll. Dein Wunsch in dieser Woche ist die Sonne. Positive Energie. Körper, Geist und Seele bilden eine Einheit. Frohsinn, Freude, positive Gedanken. Das wünschst du dir und das sei dir auch von Herzen gegönnt. Und wir schauen mal, wie sich das in dieser Woche so zeigt. Was sind deine Hoffnungen und Ängste? Da haben wir das Ass der Kelche oder Ass des Wassers, bedeutet die allumfassende Liebe. Dabei kann es natürlich um ja, Zuneigung in der Familie, Kinder, Verwandte, Freunde, Bekannte, aber auch natürlich um Beziehungen gehen. Das ist die Hoffnung, dass das funktioniert und die Befürchtung, dass das eben nicht funktioniert. Was ist gut für dich? Wir haben den Narren. Das ist ein Neubeginn, unbelastet und frei. Sehr schöne Energie. Du siehst, warum ich die Legung unbedingt auch nochmal für dich so machen wollte. Ich fand sie so gut. Deshalb, wie gesagt, wir gucken da mal durch. Was ist nicht so gut für dich? Das ist der Page des Feuers. Der Page des Feuers ist, sich auf eine Sache zu fokussieren, sich zu konzentrieren auf etwas. Der Ausgang ist der Herrscher. Du hast die Dinge im Griff. Nun muss man ja beim Herrscher aufpassen. Er ist so ein bisschen vielleicht auch der Kontrollfreak oder er möchte unbedingt anderen seinen Willen aufzwingen. Das geht natürlich nicht. Ne? Da muss man aufpassen. So. Das ist jetzt mal so insgesamt so die Energien der Woche.
Jetzt wollen wir schauen, was haben wir Montag? Wir haben die 6 der Münzen. Das ist ausgewogenes Geben und Nehmen. Keiner gibt mehr oder erhält mehr als der andere. Es ist harmonisch, sage ich jetzt mal. Keiner fühlt sich übervorteilt. Dadurch natürlich auch gute Laune. Wir haben das Ass der Münzen. Neubeginn, Sicherheit, Stabilität. Finanziell, aber auch durchaus in Beziehungen möglich. Und das macht natürlich gute Laune, selbstverständlich, ganz klar. Am Mittwoch haben wir die Königin der Schwerter. Das ist deine Energie. Die Königin der Schwerter macht sich und anderen nichts vor. Sie ist ehrlich zu sich selbst. Sie nennt die Dinge beim Namen und kümmert sich um die Wahrheit, um die Klarheit. Und das kann auch in Liebesbeziehungen durchaus sein, dass sie vielleicht sich erklären möchte oder dass sie der Person, die ihre Liebe zum Beispiel gesteht, der Frohsinn trägt natürlich dazu bei, die Sicherheit. Man möchte Sicherheit und Stabilität. Und das ist vielleicht das, was die Königin der Schwerter auch rüberbringen möchte. Am Donnerstag haben wir die Liebenden. Es geht um eine Liebesbeziehung. Wir haben den Neubeginn und es sieht aus, als wäre es eine neue Liebesbeziehung. Durchaus. Und diese Möglichkeit durch Wahrheit, durch Offenbarung auch vielleicht der Gefühle, der Neubeginn, unbelastet und frei, hervorragend. Freitag haben wir die 8 der Münzen. Das heißt Arbeit, Dinge, um die man sich kümmern muss. Und da ist wieder die Fokussierung. Und das ist wichtig, weil das ist ja auf der Position nicht gut für dich. Du solltest dich nicht zu sehr auf die Arbeit fokussieren. Du solltest dich eigentlich nicht auf eine Sache fokussieren. Weder auf die Arbeit noch auf eine Liebesbeziehung. Du solltest das breit gefächert halten. Du solltest dir die Option einfach offen lassen. So, dann haben wir am Samstag den Ritter der Stäbe, das ist Begeisterung. Begeisterung ist auch wieder Feuerenergie, dass du die Dinge im Griff hast, dass alles gut läuft, dass du dich wohlfühlst und so weiter. Diese Begeisterung sollst du natürlich auch nutzen. Am Sonntag haben wir das Rad des Schicksals, das ist auch wieder tolle Energie, Jupiter-Energie. Die Dinge gehen voran, die Dinge entwickeln sich. Ja, und ich denke mal, dass Dinge eben auch ihre Zeit brauchen. So, die erste Karte, die wir haben, wo du dich vielleicht schon in eine Richtung bewegst, ist der Ritter der Kelche. Das ist eben liebevolle Energie, auf die Person oder die Sache zugehen, die du so befürwortest. Wir haben die Königin der Stäbe. Das ist Feuerenergie, weder Löwe oder Schütze, könnte das Objekt der Begierde sein zum Beispiel, ja. Und du verbringst vielleicht auch positive Zeit mit dieser Person und das genießt du und dadurch hast du natürlich gute Laune. Da haben wir den Wagen, das ist wieder diese Energie, du lenkst den Wagen dahin, wo es gehen soll, in den Frohsinn. Daran hältst du mit den 4 der Münzen auch fest. Ja? Also du lässt dich auch nicht davon abbringen. Du weißt schon, in welche Richtung es gehen soll. Und dann haben wir in Hoffnungen, Ängste, haben wir das Ass der Kelche. Wir haben die 4 der Stäbe. Das ist so dein nahes Umfeld. Und ja, ich denke mal, dass die Person schon, ich sag mal, in deinem nahen Umfeld ist. Oder dass du eben viel Zeit mit dieser Person verbringst. Aber wir haben auch die 4 der Kelche. Und das ist so, dass nicht alles so läuft, wie du dir das natürlich erträumst vielleicht. Es kann auch bedeuten, dass die Person vielleicht auch nicht unbedingt dein Angebot oder deine Offerte, die du so langsam hervorbringen möchtest, sieht. Das heißt nicht, dass sie das nicht möchte. Ich denke, dass die Person einfach sehr beschäftigt ist oder sehr viel zu tun hat und deswegen vielleicht gar keinen Blick für solche Dinge hat im Moment. Du hast den Neubeginn, das ist gut für dich. Die 10 der Schwerter, du lässt alte Verletzungen, alte Enttäuschungen hinter dir. Aber mit dem Gehängten ist es wichtig, sich eben über diese Situation einen Überblick zu verschaffen. Also die Person ist vielleicht momentan nicht so offen für eine Liebesbeziehung und braucht eine gewisse Zeit, auch dich kennenzulernen oder mit dir wärmer zu werden, also dich näher kennenzulernen, Zeit zu verbringen. Und deswegen ist es wichtig, dass du verstehst, dass das keine Ablehnung deiner Person ist, sondern vielleicht einfach nur, ja, die Person hat zu viel zu tun momentan, ist einfach zu sehr eingespannt in andere Dinge.
Jetzt haben wir ja nicht gut für dich wäre die Fokussierung. Also wenn du dich auf diese Person fokussierst, nur auf diese Person fokussierst, wäre das nicht gut. Mit dem Wagen wäre es so, du hast ja zwei Pferde, das Schwarze und das Weiße. Und wenn du eben nur ein Pferd bemühst, also dich nur auf ein Pferd konzentrierst, fährst du im Kreis. Und deswegen wäre das eben auch nicht gut. Wir haben da den Turm, das solltest du nach Möglichkeit lassen. Und da haben wir die 7 der Schwerter. Das heißt, du solltest auch nicht versuchen, die Dinge zu forcieren oder irgendwo, ich sag mal, dir zu überlegen, wie du das Ganze schneller voranbringen könntest, ja. Im Geheimen darfst du natürlich darüber nachdenken, aber mit dem Herrscher am Ende solltest du wirklich aufpassen. Wir haben das Gericht, das ist eben, dass du dir ein Urteil bildest über die Situation, dass du weißt, die Person hat nichts gegen dich, sie mag dich wahrscheinlich auch, aber sie ist halt einfach ein bisschen, ja, überbeansprucht von anderen Dingen. Wir haben die 8 der Münzen, das heißt, du solltest schon daran festhalten, aber Münzen sind langsame Energie. Lass dir bitte Zeit. Ja? Überstürze nichts. Wir haben ein kraftvolles Wesen, wenn wir sehen, die Karte von außen ist die Kraft. Das ist schon eine geballte Kraft und die solltest du eben auch akzeptieren, dass es da etwas Zeit braucht. Wir haben die 6 der Münzen, wir haben den Ritter der Schwerter, schnelle Energien. Du möchtest das mit den 2 der Kelchen schnell auf Augenhöhe bringen. Sei vorsichtig damit. Ritter der Schwerter ist immer vorschnell und unüberlegt. Ja, wir wollen ja nicht hier dieses Ass der Münzen, dass es eine stabile Beziehung werden könnte, wollen wir ja nicht riskieren. Also nehme ich mal an. Und dann haben wir Gerechtigkeit, fair bleiben und mit den 7 der Münzen Geduld aufbringen. Ja, hab Geduld, es lohnt sich. Die Königin der Schwerter macht sich und anderen nichts vor. Sie macht sich natürlich auch ihre Gedanken, ob das alles so richtig ist, ob sie da das Richtige tut oder nicht. Ja, hab Geduld. Rat des Schicksals nochmal, ja. Gute Dinge brauchen Zeit. Ich glaube, das habe ich schon öfter in meinen Legungen gesagt. Wenn man so einen Schnellschuss zieht, dann weiß man eigentlich gar nicht, wen man vor sich hat. Lass dir bitte Zeit. So, wir haben den Ritter der Stäbe, Begeisterung für die Liebenden und die Herrscherin. Es geht voran, aber eben bitte Geduld und Spucke. Ja, also nicht aufgeben, nicht schnell die Flügelchen hängen lassen, sondern sagen, okay, das alles braucht seine Zeit und umso besser wird es dann. Arbeite daran. Wir haben das Unbekannte, es könnte Neuland für dich sein, dass du die Dinge eben mal langsam angehst und mit den 3 der Stäben dir neue Möglichkeiten eröffnest, dadurch, dass du es einfach mal auf eine andere Art und Weise probierst, eben mit Geduld. Du schaust über den Tellerrand, du erweiterst deinen Horizont dadurch, ja, und du wartest, bis die Schiffe oder in dem Fall die Person soweit sind. So, dann hast du immer noch, du bist begeistert für diese Person und die 9 der Schwerter. Du machst dir ernsthaft Sorgen, ob da wirklich was ist. Wir haben das Ass der Kelche, aber bitte, diese Liebe braucht Zeit zu wachsen, ja, wenn sie gut sein soll. So, und wir haben hier das Rad des Schicksals, das braucht eben Zeit. Wir haben die 8 der Stäbe, Kommunikation und der Knabe der Stäbe. Da ist sie wieder die Fokussierung auf dieses, wir wollen das doch in trockene Tücher bringen. Bitte habe Geduld. Ja, ich habe dir eben das Beispiel genannt mit dem Wagen. Du willst ja nicht immer im Kreis fahren und du möchtest dieser Person ja auch nicht, ich sag mal, im Weg stehen, je nachdem, was sie gerade tut, kann das durchaus sein, dass sie eben jetzt einfach noch nicht so den Blick für die Liebe hat. Aber das kommt. Wir haben Führungsqualität als Orakelkarte. Das ist die Nummer 40. Und ich denke mal, dass du den Wagen, also diesen Wagen eben in die richtige Richtung und im richtigen Tempo manövrieren sollst. Jedes Leben ist ein Lehrstück für andere. Mit deiner Authentizität und Aufrichtigkeit gibst du Menschen in deiner Umgebung ein Beispiel. Du bist aufgerufen, andere durch dein Beispiel zu führen. Du hast dir deine Weisheit durch die Tapferkeit im Abenteuer deines Lebens redlich verdient. All die Erfahrungen, die du gemacht hast, die gewonnenen und verlorenen Schlachten, die Entdeckungen, die vergossenen Tränen, die Beglückungen,
prädestinieren dich nun dazu, anderen dienlich zu sein. Dein Leiden hat sich zu einem Talisman der Weisheit kristallisiert. Lass nun andere an deiner Weisheit teilhaben. Durch vollkommene Echtheit führst du andere ans Licht. Willst du einem anderen Menschen helfen, so musst du etwas von deiner Vergangenheit offenbaren. Handle in Liebe. Es gibt hier noch eine weitere Botschaft. Sieh auf die Menschen von Charakter und großen Verdiensten, die du bewunderst. Eifere den von dir respektierten Leitfiguren nach. Dann wirst du selbst auch mehr zu geben haben. Also es könnte durchaus sein, dass dies auch eine Person ist, die du bewunderst und die natürlich nicht umsonst deine Anziehung gewonnen hat. Aber habe Geduld und wenn sie vielleicht auch Hilfe braucht, sei vielleicht auch hilfreich, das wäre schön. Und ich könnte mir vorstellen, dass du auch so ein bisschen was von dir preisgibst, um dieser Person auch ein bisschen näher zu kommen. Aber diese Dinge brauchen eben eine gewisse Zeit. Und ich kann dir nur versprechen, wenn du diese Geduld und Zeit aufbringst, wird sich das für dich auch lohnen. Absolut, ja. Und das ist eben eine so schöne Nachricht und Botschaft, die ich jetzt hatte. Deswegen habe ich keine neue Legung gemacht. Ich habe die Legung, die leider nicht aufgenommen wurde, einfach nochmal aufgenommen, damit du diese Botschaft auch bekommst, ja. Ich hoffe, dass du damit möglichst viel anfangen kannst, dass du sie umsetzen kannst und natürlich auch von ihren Früchten dann profitieren kannst. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, mein lieber Zwilling, dann bin ich gespannt, ob du dich damit identifizieren kannst, zumindest teilweise, und würde mich über Kommentare selbstverständlich sehr freuen. Das ist so mein Bezug dazu, inwieweit das für euch in der Realität wirksam ist und auch hilfreich. Das ist für mich sehr schön, das dann zu lesen. Und wenn es dir hilfreich war, würde ich mir natürlich auch ein Däumchen hoch wünschen und mich sehr darüber freuen. Jedenfalls finde ich es eine tolle Legung. Ich wünsche dir viel Freude daran und dass sich das dann für dich auch realisieren lässt und dass du Geduld hast auf jeden Fall, ne? Also, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Alles Liebe für dich. Tschüss.